Heute geht es um ein verf***tes Thema, und zwar das ist Zensur. Sie betrifft jedes Medium, das die Massen erreicht. Videospiele bilden keine Ausnahme und hatten da immer einen besonders schweren Stand. Ob zu blutig, zu kontrovers, zu anzüglich oder zu politisch. In der modernen Zeit wird zensiert und vor Jahrzehnten war das nicht anders. Doch die Gründe für Zensur und Moralvorstellungen haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. Jedes Land geht mit Zensur logisch verschieden um und es stellt sich die Frage, was ist der Zweck hinter dem Ganzen? Ein unglaublich spannendes Thema. Lasst mich euch also einen groben Überblick darüber geben und die Zeit kurz zurückdrehen. Death Race aus 1976 war das erste Videospiel, bei dem es eine größere Kontroverse gab. Hier musste man Gegner vernichten, indem man über sie läuft, und Leute fragten sich, geht das zu weit? Das war der Grund für die Kontroverse. Also, ernsthaft. Der Schreisound in Kombination mit dem Grabstein, der erscheint, wurde als zu brutal erachtet und so wurde das Spiel aus den Arcades entfernt. Band halt direkt den Wilhelm Scream. Interessant, wie sich die Wahrnehmung auf Brutalität ändert, wenn die Technik voranschreitet. Heutzutage können Spiele tatsächlich realistische Gewalt darstellen und man würde über die Gewalt in Death Race nur noch lachen. Aber zu dem Zeitpunkt waren die Inhalte eben Stand der Technik und einige Menschen haben das bereits als zu viel erachtet. Videospiele waren noch ein frisches Medium und die Massen mussten erst noch für Gewaltdarstellungen in diesen geöffnet werden. Natürlich waren Menschen durch blutige Filmszenen oder Mordbeschreibungen in Büchern bereits mit diesen Dingen konfrontiert, aber als interaktives Medium unterscheiden sich Spiele hier vom Rest. Wir können selbst in die Rolle eines Mörders schlüpfen und so waren Leute zu diesem Zeitpunkt noch etwas sehr panisch, wie es die Menschen beeinflusst. Heutzutage gibt es etliche Studien, die uns zeigen, brutale Menschen spielen brutale Spiele, aber brutale Spiele machen keine brutalen Menschen. Aber bevor das zu 100% angekommen ist, musste noch viel passieren. 1983 erschien das Spiel Custer's Revenge, wo man in nach Vergewaltigung anmutenden Szenen Geschlechtsverkehr mit Ureinwohnerfrauen vollzieht. Das ist natürlich absolut kranke Scheiße und so versammelten sich über 250 Menschen öffentlich, um gegen das Spiel zu protestieren. Trotz allem erschien Custer's Revenge. Hier kann man sich zu Recht die Frage stellen, muss sowas existieren? Nein. Sollte so etwas zensiert oder verboten werden? Schwierig. Zensur fängt immer bei Dingen an, die noch verständlich sind, aber die Frage ist, wo genau zieht man die Grenze? Grausame Taten werden passieren, ob solche Spiele existieren oder nicht, und ich denke, so bringt es wenig, Verbote auszusprechen und den Menschen die Augen zu verschließen. Vielmehr muss Aufklärung betrieben werden und das Erscheinen von so etwas kann genutzt werden, um zu zeigen, dass wir als Gesellschaft gegen die gezeigten Inhalte sind. Die Proteste gegen Custer waren hier ein wichtiges und klares Signal, dass wir sowas nicht sehen wollen, und das Spiel ist glücklicherweise absolut gefloppt. Seitdem ist auch kein größeres Spiel erschienen, was solche Inhalte in der Form integriert hat. Stattdessen wurde das Thema der sexuellen Misshandlung in Reihen wie Metal Gear Solid künstlerisch genutzt, um die psychischen Schäden aufzuzeigen, die mit solchen Grausamkeiten einhergehen. Es ist also nicht immer nötig, Verbote auszusprechen. Wenn etwas zu geschmacklos ist, machen wir unseren Mund in der Regel schon auf, setzen ein Zeichen und Leute werden künftig gar nicht erst versuchen, sowas zu erstellen. Schwieriger wird es allerdings, wenn größere Unternehmen über die Köpfe der Entwickler und Gesellschaft hinaus Inhalte zensieren, um sich selber vor einem Aufschrei zu schützen, und so begann eine sehr wilde Ära, was Zensur angeht. Nintendo hat mit dem NES seinen großen Aufstieg erlebt und es gab noch keine offiziellen Regeln, was Altersbeschränkungen angeht. Damit einherging, dass viele Spiele der Ära panisch zensiert wurden, damit keine Skandale entstehen. Besonders Nintendo of America war hier sehr hinterher und hatte strikte Regeln für Spiele auf ihren Plattformen. So unterschieden sich die japanischen Versionen oft von denen im Westen, was den Grad an Gewaltdarstellung oder religiösen Symbolen angeht, und auch trauten sich die Arcade-Versionen von einigen Spielen mehr. Nintendo versuchte so sehr, Kontroversen zu vermeiden, dass es ihnen irgendwann zum Verhängnis wurde. Die Zensierungen waren teils schon sehr peinlich und haben die Kunst gekrüppelt und bei Nintendo irgendwann auch einen finanziellen Schaden hinterlassen. Hier gab es die berühmt-berüchtigte Super Nintendo-Version von Mortal Kombat, wo Blut und andere Brutalitäten nahezu komplett entfernt wurden, in einem Spiel, was sehr von der überzogenen Gewaltdarstellung lebt. Nintendo-Systeme gewannen so zunehmend das Image der Kinderkonsolen und Versionen von Spielen wie Mortal Kombat verkauften sich schlechter als bei der Konkurrenz, weshalb sie beim Nachfolger den Oliver-Zeitler-Modus aktiviert haben und zurückgerudert sind. Mortal Kombat 2 hatte dann auch auf dem Super Nintendo Blut. Eventuell hatte Nintendo aber den richtigen Riecher, was die damalige Zeit angeht, denn die Stimmung, was Gewalt in Spielen angeht, war sehr angespannt. Auf der einen Seite haben wir ältere Spieler, die sich über die Zensierung der Kunst aufregten, auf der anderen hysterische Eltern, die Angst um ihre Kinder hatten, und dann natürlich die Ladenbetreiber, die einfach nur daran interessiert waren, ihr Image zu schützen. Die Politik musste sich also einschalten und so sollten bald klare Regeln folgen. Die aufgeheizte Stimmung mündete in einem großen Finale, als 1992 Night Trap für das Sega CD erschien. Ein Spiel, das stark auf Videosequenzen setzte und wo eine Frau gefangen und im Badezimmer ermordet werden konnte. Ziel des Spiels war eigentlich genau das zu verhindern, doch auf
negative Reaktionen hin wurde es einige Zeit später aus diversen Ladenregalen wie Toys R Us entfernt und ein Gerichtsprozess fand statt, der Zensur für immer verändern sollte. Der amerikanische Senat hat hier 1993 mit Sega, Nintendo und Co. einen legendären Gerichtsprozess abgehalten, der Gewalt in Spielen diskutierte, und das ESRB-Rating wurde geformt. Ein System, wo Spiele sich von selbst regulierten, ohne dass der Staat sich einschalten musste. Im Zuge dessen wurde danach auch das deutsche Pandor dazu eingeführt, das wir hier als USK kennen. Also das gigantische Symbol auf Covern, was Yoshi in Deutschland getötet hat. Spiele hatten ab 1994 also klare Altersbeschränkungen und Games wie Mortal Kombat durften weiterhin verkauft werden. Das Witzigste am ganzen Prozess ist aber Nintendo gewesen, die sich hier bei jeder Gelegenheit versuchten, aus der Affäre zu ziehen, ihre eigenen Gewaltdarstellungen um Kopf und Kragen rechtfertigten und gleichzeitig versuchten, ihren damaligen Konkurrenten Sega unter den Bus zu werfen. I want to state that Night Trap will never appear on a Nintendo system. Riecht ihr auch Heuchelei? Was denn das? Nintendo ging es hier rein darum, beim Prozess keinen Ärger zu kriegen, und nachdem dieser für die Spieleindustrie halbwegs glimpflich ausging, hat sich Nintendo auf dem N64 auch deutlich beruhigt, was Gewaltdarstellungen angeht und kaum noch was zensiert. Wenn ein Spiel Blut hatte, dann war es halt meist ab 16, 18 oder sonst was. Jetzt, wo festere Regelungen da waren, könnte man meinen, die Situation wäre komplett gelöst und Kunstfreiheit in Spielen ist gewährleistet, aber gerade in Deutschland hatte das Medium von Anfang an einen schweren Stand und es dauerte, bis Videospiele ganz verstanden wurden. Deutschland hat den Jugendschutz nämlich ein bisschen sehr ernst genommen. Elektronische Bildschirmspiele dürfen nur noch in gewerblichen Räumen aufgestellt werden. Jedenfalls nicht mehr in Kinos oder Geschäftspassagen. Diese Entscheidung hat der Arcade-Kultur in Deutschland extrem geschadet und sie wurden teils auf dieselbe Stufe wie Glücksspielautomaten gestellt. Arcades mit diesem Hurensohn aus Book of Ra zu vergleichen, ist aber einfach unfair. Bei fast allen Arcade-Spielen entscheidet dein Skill, ob du weiterspielen darfst und nicht das Glück. Auch wurden frühe Werke wie Speed Racer vom Jugendschutz komplett indiziert und konnten in Deutschland nicht gespielt werden, weil man Leute überfahren konnte. Doch die populärste Zensurmaßnahme in Deutschland war seit jeher das Indizieren von Spielen mit Weltkriegsinhalten oder radikalen Symboliken. Das fing schon sehr früh an und das wohl populärste Beispiel ist das erste Wolfenstein, welches 1994 durch die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendschutzmedien vom Markt genommen wurde und für ein Grundsatzurteil sorgte, was den Umgang mit radikalen Inhalten für immer veränderte. Hiernach durften in Spielen keine Symboliken auftreten, welche diese Grausamkeiten thematisierten. Das Ironische ist ja, dass nahezu alle Spiele dieser Art gegen radikale Ideologien waren und diese als Antagonist positionierte. Die Indizierung dieser Spiele wurde hiermit gerechtfertigt. Auch wenn die illegale Symbolik mit Feinden im Spiel in Verbindung gebracht wird, kann ein Gewöhnungseffekt bei Kindern und Jugendlichen entstehen. Dieser könnte sie empfänglicher für demokratiefeindliche Ideologien machen. Was? Wie genau stellt ihr euch das vor? Jetzt, wo ich sehe, dass die Nazis lügen, rassistisch sind und ermorden, hätte ich übel Lust auf einen Diktator. Nein, Jugendschutz! Dieses Szenario existiert nicht. Wenn überhaupt, wurde Menschen dadurch nur mehr aufgezeigt, wie falsch das Ganze war. Es wurde beim Urteil zwar auch eingeräumt, dass die Auseinandersetzung mit verbotener Symbolik in Kunstwerken angemessen sein kann, aber gleichzeitig hat man Videospielen so indirekt abgesprochen, eine richtige Kunstform zu sein. Erst 2018 hat die USK dieses Urteil als überholt eingestuft und seitdem können Spiele mit solcher Symbolik nach einer Einzelfallprüfung erscheinen. Dennoch ist es super lustig, wie deutsche Versionen von Spielen teils beschnitten wurden, obwohl jeder Spieler hier eh weiß, was genau abgeändert wurde. Das ist bisschen, als ob sie Spieler für ein Baby halten, mit dem man Wo ist die Mama spielt. Das ist Hitler. Wo ist der Hitler? Ich kann ihn nicht sehen. Völlig egal, wie man politisch eingestellt ist, ich denke, im Sinne der Kunstfreiheit sollte so etwas gezeigt werden können. Aufklärung ist sinniger als panischer Schutz. Aber Deutschland bleibt natürlich nicht das einzige Land, wo Spiele aus spezielleren Gründen zensiert wurden. Denn rund um die Welt haben etliche Länder eine andere Geschichte, andere Moralvorstellungen und politische Systeme, die zu unterschiedlichsten Arten der Zensur führen. China passt es zum Beispiel so gar nicht, wenn ihr Staat irgendwie in Frage gestellt wird. Battlefield 4 wurde beispielsweise für seine kritische Auseinandersetzung mit China dort zu Lande gebannt. Command & Conquer ebenfalls, da es die chinesische Armee in kein positives Licht gerückt hat und von Zensierungen dieser Art findet man in China viele. Dort zu Lande wird sehr aufgepasst, dass die Bürger Dinge sehen, die zu den Werten des Staats passen und auch das Zeigen von religiösen Kulten und ähnlichen ist in China ungern gesehen, weshalb Skelette in ihrer Version von World of Warcraft entfernt wurden. Auch wenn diese nicht direkt verboten sind, wollte man hier den Überprüfungsprozess des Spiels erleichtern und potenziell Religiöses klein halten. Auch die USA wirken kritischer, wenn es um religiöse Referenzen und Symboliken geht.
In der nordamerikanischen Version von Final Fantasy II wurden diese beispielsweise entfernt. Im Rhythmusspiel Arm Jammer Lammy hat man eine Sequenz, wo der Charakter in die Hölle kommt, komplett abgeändert und es ist nun ein Vulkan. Und sowas zieht sich durch etliche Spiele. Japanische Zensur dagegen fokussiert sich mehr auf Dinge wie Gewalt, dafür sind alkoholische Getränke hier weniger der Fokus. So hat man in der neuseeländischen oder kanadischen Version von Fire Emblem das Trinken von Alkohol entfernt oder außerhalb von Japans trinken Charaktere in Super Mario Kart keinen Sekt mehr. An sich relativ harmlos und charmant, aber um ehrlich zu sein, wirkt es eh ein bisschen auf Krampf eingebaut in einem Spiel wie Mario Kart. Die GTA-Reihe dagegen ist quasi bekannt dafür, über die Stränge zu schlagen. An die moralische Grenze zu gehen ist wichtig für das Gameplay der Reihe und so wurde GTA 5 in den Arabischen Emiraten komplett gebannt. In Thailand ebenfalls, dort aber eher wegen einem Fall, wo ein geisteskranker 18-jähriger Mann einen Taxifahrer ermordete und anscheinend von GTA inspiriert war. Eine direkte Antwort auf einen politischen Einzelfall. Fraglich, ob GTA wirklich schuld ist oder ob solche Menschen nicht an sich eine tickende Zeitbombe sind, die psychische Unterstützung benötigen. GTA lebt aber sowieso von zwei Arten der Zensur, die weltweit besonders beliebt sind. Gewalt und Sexualität. Jedes Land hat natürlich seine Tendenzen, was es am schlimmsten einschätzt, aber alles in allem wirkt es in dem Punkt sehr willkürlich, wann zensiert wird. Mal ist wo Blut erlaubt, mal nicht, mal sieht man nackte Haut, mal nicht. Es ist eine sehr individuelle Entscheidung. Und auch interessant ist, wie es manchmal Änderungen geben kann, die mehr einen praktischen Nutzen haben. Die Inklinge in Mario Kart 8 haben vor einem Update noch eine andere Handgeste gemacht. Da die Geste in Ländern außerhalb Japans weniger gängig ist und teils als beleidigend gilt, hat man es hier vereinheitlicht und zu einer abgeändert, die fast überall als klarer Ausdruck von Freude gilt. Sowas dient halt mehr der klaren Kommunikation als dem Willen zur Zensur. Jede Zensur ist also ein bisschen anders und eine Sache ist euch sicher aufgefallen. Von Retro bis Modern waren die unterschiedlichsten Beispiele dabei. Wie hängt das nun mit den Altersbeschränkungen zusammen, die 1994 eingeführt wurden? Hätten diese nicht vieles umgehen können? Nun, es stimmt, dass sie insofern ein Segen waren, dass viele Skandale verhindert werden konnten und es gab grobe Richtwerte, was man in gewissen Altersklassen zeigen kann, aber die Zensierung gestoppt haben sie nicht. In spezifischen Fällen gab es weiterhin Bans für Spiele und die Altersbeschränkungen führten oft dazu, dass sich die Entwickler gleich von Anfang an oder je nach Region selbst zensiert haben. Eine höhere Altersbeschränkung bedeutet auch immer weniger potenzielle Käufer und so müssen die Entwickler manchmal abwägen, ob die künstlerische Freiheit ihnen wirklich das Risiko von geringeren Verkaufszahlen wert ist. Gerade bei kleinen Fällen gehen Entwickler da eher auf Nummer sicher, auch wenn es unnötig wirken kann. Prinzessin Peach hatte in Super Smash Bros. Brawl unter der Kleidung zum Beispiel noch Unterwäsche an und in späteren Spielen nur eine schwarze Leere. Ironischerweise haben spätere Spiele sowohl weibliche als auch männliche Charaktere durch kleinen Fanservice eindeutig sexualisiert, im Gegensatz zu Peachs stinknormaler Unterwäsche. Ich denke natürlich nicht, dass man für solchen kleinen Fanservice irgendwie ein Drama auslösen müsste. Man kann zum sexuell anziehenden Teil von Menschen stehen, ohne sie rein zum Sexobjekt zu machen und Fiktion lässt sich mit einem offenen Umgang von Realität unterscheiden, ohne dass im echten Leben absurde Standards entstehen. Das sind schöne Körper, Menschen schauen sich gerne schöne Sachen an, man muss die Welt nicht komplizierter machen, als sie ist. Bei Peach lässt sich also nur mutmaßen, ob es in Verbindung mit Fällen stehen könnte, wo Frauen unter dem Rock fotografiert wurden. Es muss für die Entwickler auf jeden Fall riskanter gewirkt haben. Interessant, wie sich die Dynamik ändert, wenn bewusst reizend gestaltete Kleidung anders wahrgenommen wird als stinknormale Unterwäsche, sobald das Anschauen dieser versteckter und verbotener wirkt. Auf jeden Fall hat man so verhindert, dass Leute im Smash Bros. Kameramodus zu halben Onlyfans-Fotografen werden. Und so gibt es natürlich noch etliche Spiele, die sich zensierten, um auf Nummer sicher zu gehen, was alle Altersklassen angeht. Es gibt allerdings noch mehr Außenfaktoren, die Entwickler beachten müssen, wenn sie so viele Spiele wie möglich verkaufen wollen. Auch wenn ein Spiel nicht gesetzlich eingeschränkt wird, können sich Ladenbetreiber über das Hausrecht entscheiden, welche Spiele sie verkaufen wollen. Läden wie das amerikanische Walmart wollen zum Beispiel möglichst neutral bleiben. Kunden jeder Sexualität, Religion und Einstellung sollen beim Einkauf so ungestört wie möglich sein und um dem gerecht zu werden, gibt es gewisse Regeln für Cover der Spiele. Zu viel nackte Haut, Religionssymboliken oder Gewalt wird ungern gesehen und so finden sich in dem Punkt auch wieder regionale Unterschiede. Es sind also selten die Entwickler, die sich aktiv zensieren wollen. Wir leben in einer komplizierten Welt, und wenn man Produkte verkaufen will, muss man Prioritäten setzen. Umso witziger ist es, wenn Entwickler dann Dinge in Spiele einbauen, um sich aktiv über Zensur lustig zu machen. Nachdem Half-Life in Deutschland indiziert wurde, kam das Spiel erneut mit einer zensierten Version heraus. Diesmal konnten die Wissenschaftler allerdings nicht mehr getötet werden, stattdessen setzten sie sich auf den Boden und schüttelten enttäuscht die Köpfe. Etwas ähnliches gibt es in Team Fortress 2, dort zerfallen die Gegner zu Sperrmüll, sobald man sie erschießt, und auch South Park The Stick of Truth fiel der Schere zum Opfer und machte sich lustig. Da man eine möglichst einheitliche Version für Europa anstrebte, wurden einige Inhalte entfernt und man blieb im Rahmen der Gesetze. Besonders im Fokus war dabei eine Szene, wo einem Charakter eine Analsonde ins Arschloch eingeführt wird. Szenen wie diese wurden komplett gestrichen und stattdessen wird nur ein Text eingeblendet, wo der Vorgang detailliert beschrieben wird.
übertrieben wird. Das erzeugt fast schon schlimmere Bilder im Kopf, aber war ein witziger Weg, sich über die Gesetzeslage lustig zu machen. Seit den Altersbeschränkungen befinden wir uns also in diesem Zustand, wo man sich mal an die Gegebenheiten der Länder, mal der Märkte anpassen muss, aber natürlich hat jeder der großen Spielehersteller noch seine Eigenheiten. Nintendo war zwar in den 90ern strenger eingestellt und bei ihren eigenen Marken versuchen sie für eine breite Masse zugänglich zu sein, aber spätestens auf dem N64 haben sie bei Drittentwicklern einen mächtigen F*** auf vieles gegeben. Mortal Kombat Gold ist im Gegensatz zum SNES völlig unzensiert erschienen. Tatsächlich war Sony ab diesem Zeitpunkt etwas strenger, was Zensierungen auf ihren Plattformen angeht. Gerade mit Nacktheit wurde bei Third-Party-Entwicklern streng umgegangen. PlayStations eigene Spiele wie God of War konnten immer ohne Komplikation sowas wie Nacktheit einbauen, aber bei Drittentwicklern zieht sich der kritische Blick eigentlich bis heute ziemlich durch und gerade japanische Spiele haben es schwerer, da sie vorher noch Mitarbeitern bei Sonys amerikanischer Abteilung gezeigt werden müssen. Das Visual Novel Silverio Trinity wurde auf der PS4 fertig entwickelt, aber hat vermutlich aufgrund von sexuellen Inhalten unglaubliche Komplikationen bekommen, die einen zeitigen Release verhinderten. Viele wundern sich, warum auf einer Familienkonsole wie Nintendo dagegen so viele Hentai-Spiele mit sexuellen Inhalten im Shop erscheinen können, gerade seit Anbeginn der Switch-Ära. Ein großer Grund dürfte hier wohl die Nintendo Parental Control App sein. Nintendo hat diese 2017 eingeführt, um die Verantwortung der Inhalte auf ihrer Plattform quasi voll in die Hände der Eltern zu geben. Mit paar Klicks in einer App haben jüngere Personen gar keinen Zugang zu solchen Inhalten und der Jugendschutz ist in dem Moment schon gesetzlich gewährleistet. Seitdessen ist auch auffällig mehr Software in dem Bereich auf Nintendos Plattform. Was persönliche Moral angeht, dürften sie, was diese Themen angeht, also nur selten gehandelt haben. Ihnen ging es mehr um das Einhalten von Gesetzeslagen und das Umgehen von Stress. Und so versuchten sie bereits, als die Gesetzeslagen klarer waren, direkt das Kinderimage loszuwerden. Nintendo hat zum Beispiel das Spiel Conker's Bad Fur Day unterstützt. Ein Spiel mit Alkohol, Blut, Körperteilen, Exkrementen und etlichen Schimpfwörtern. Das Spiel geht über tausende Grenzen und selbst die Xbox-Version, die eine Generation später erschien, hat einige Inhalte und Kraftausdrücke im Spiel zensiert, was uns zu einer neuen Art der Zensur führt. Zensur durch Remakes. Der Sinn eines Remakes besteht meist darin, ein Spiel auf modernen Plattformen verfügbar zu machen und das Gameplay sowie Optik dabei gegebenenfalls an die moderne Zeit anzupassen. So hat es Zelda Ocarina of Time 3D gemacht, aber gleichzeitig viele Stellen mit rotem Blut aus dem Original entfernt. Sowas ist halt eine ganz klassische Zensur und das Original kam damit ja auch davon. Nintendo ist also auch heutzutage nicht ganz raus aus dem Thema und hier war es vielleicht etwas überpanisch auf die Altersbeschränkung zu achten, aber Zensur war für Zelda sowieso nie ein Fremdwort und so gibt es im Link's Awakening Remake einen komplizierteren Fall. In der japanischen Version des Originals kann man eine nackte Nilpferdfrau mit betonten Brüsten sehen, die sich anzieht, sobald Link ein Haus betritt. Bereits in der amerikanischen Version hat man die Brüste damals entfernt und sie war komplett nackt. Das nimmt natürlich den sexuellen Aspekt komplett raus, doch im Remake hat sie nun wieder die betonte Figur, jedoch sieht man sie nie nackt. Diese Entscheidung ist insofern komplizierter zu werten, weil die Nacktheit damals nur mit paar Pixeln auf dem Gameboy stattfand und viel weniger explizit wirkte. Im Remake hätte man durch die höhere Auflösung nun viel mehr Details gesehen, einen größeren Blick darauf, man muss sich die Frage stellen, ob sie Nippel haben müsste, weil so graue Bälle bei dem Pixel-Look noch besser funktionieren, Kleidung anziehen ist in 3D aufwendiger zu animieren und ab dem Punkt ist es für Nintendo vermutlich nicht wichtig genug, um ein Risiko höherer Altersbeschränkungen einzugehen. Es wird also manchmal komplizierter, wenn sich die Grafik verbessert. In dem Fall war das höchstens ein kleiner Gag, der die Frau aber bewusst figurbetont darstellte. Manchmal richten sich sexuelle Witze aber auch gegen den Spieler, wie in Resident Evil 4. Wenn man hier versucht, im richtigen Winkel unter Ashleys Hose zu schauen, beschimpft sie uns als versaut. Oh, you pervert. Das wurde im Remake entfernt. Sie verdeckt sich nur und schaut den Spieler enttäuscht an. Das ändert insofern die Dynamik, dass die Frau nicht mehr aktiv ihren Mund dagegen aufmacht, aber es ist natürlich eh nur ein kleiner Witz, der dem Spieler den Spiegel vorhalten soll und kein aktiver Kommentar zu sexueller Belästigung, anders als in Paper Mario 2. In der Switch-Neuauflage des Spiels gibt es tatsächlich einen Fall, wo eine Szene aktiv schwächer geworden ist, weil man die sexuelle Belästigung entfernt hat. Hier wird Marios Partner Gumbrina von männlichen Gumbas belästigt und sie versuchen sich ihr aufzudrängen. Gumbrina lässt sich von dieser primitiven Art weniger beeindrucken und weist die Jungs mit einem schlagfertigen Kommentar zurück. Im Remake wurde dieser Dialog total umgeschrieben und alle werfen sich nur kontextlose Beschimpfungen entgegen. Hier wirkt es auf mich so, als würde man so sehr vor einer Kontroverse und Inhalten mit sexueller Belästigung wegrennen, dass man genau das Gegenteil erreicht. Die ursprüngliche Szene hat sich auf eine simple Art ja klar dagegen eingesetzt und die Belästiger als Antagonisten positioniert. Ich sehe das hier ähnlich wie bei der Hitler-Sache. Radikale können sich f***en gehen und Belästiger können sich f***en gehen. Aber wir können unsere Augen nicht vor der Realität verschließen. Diese Sachen existieren nun mal und die Fiktion ist ein Weg für uns, Problematiken aufzeigen zu können, ohne dass irgendwer real zu Schaden kommt. Gerade in so einer kindgerechten Art wie in dem Spiel sehe ich darin nur Vorteile. Ihr seht, Zensur ist also unglaublich facettenreich und
alles andere als schwarz-weiß zu betrachten. Doch was erzähle ich euch hier? Radikale sind gefährlich, aber Aufklärung ist wichtig. Sexappeal ist okay, aber rassistische Fetischspiele kriegen zu Recht Kritik. Das ist das moralische Verständnis eines Grundschülers. Man erwartet schnell objektive Einschätzungen, um eine Meinung vorgegeben zu bekommen, aber bei sich ständig verändernden Werten, weltweit anderen Gesetzen und Vorstellungen, unterschiedlichsten Religionen und Vertreibern, kommt der Punkt, wo man Menschen an sich ändern müsste, damit es gar keine Zensur gibt. Und das wird kompliziert, auch wenn ich grundsätzlich gegen Zensur bin. Doch wenn ich eine Sache weiß, dass ich nichts weiß. Da ist es super wichtig, dass wir als Gesellschaft gemeinsam über das Thema diskutieren. Also sagt verfickt nochmal eure Meinung zur Zensur oder sagt verfickt nochmal eure Meinung zur Zensur. Danke fürs Zuhören. Schaut euch bitte dieses Video von meinen Kollegen Like Epic an und haut rein. Auf der einen Seite haben wir